Willkommen in San Pedro de Atacama. Ich bin Ihr Reiseführer und heute werde ich Ihnen von den berühmten Tatsio-Geysiren erzählen. Die Tatsio-Geysire liegen in einer Höhe von ungefähr 4320 Metern über dem Meeresspiegel und zählen somit zu den höchsten Geysiren der Welt. Diese hochgelegene Lage in den Anden bietet eine einzigartige natürliche Schönheit und beeindruckende Landschaften. Eine der interessantesten Eigenschaften der Tatsio-Geysire ist ihre Temperatur. Das aus den Geysiren sprudelnde Wasser kann Temperaturen von über 85 Grad Celsius erreichen und erzeugt dabei Dampfsäulen und Fontänen aus heißem Wasser. Es ist ein erstaunliches Erlebnis, dieses Naturphänomen zu beobachten und von Dampf und sprudelnden Thermalbecken umgeben zu sein. Was die Entfernung von San Pedro de Atacama betrifft, liegen die Tatsio-Geysire etwa 90 Kilometer nordöstlich der Stadt. Die Fahrt dorthin dauert in der Regel etwa 2 Stunden mit dem Fahrzeug durch eine wunderschöne Wüstenlandschaft. Nun wollen wir über die Bedeutung von Geysiren sprechen. Geysire sind thermische Formationen, die durch unterirdische vulkanische Aktivitäten entstehen. Diese Quellen mit heißem Wasser entstehen durch die Wechselwirkung von unterirdischem Wasser und dem heißen Magma in der Nähe der Erdoberfläche. Der Name Geysir stammt vom isländischen Begriff Geysir, was Ausbruch bedeutet. Geysire sind beeindruckende Zeugnisse der Energie und Kraft der Natur. Sie erinnern uns an die vulkanische Aktivität, die unter der Erdoberfläche stattfindet. Zudem sind Geysire auch aus geothermischer Sicht bedeutend, da sie eine Quelle für erneuerbare und nachhaltige Energie darstellen. Bei einem Besuch der Tatsio-Geysire haben Sie nicht nur die Möglichkeit, dieses natürliche Schauspiel zu bestaunen, sondern auch ein Bad in den nahegelegenen Thermalquellen zu genießen. Diese Gewässer gelten als gesundheitsfördernd, und viele Menschen schätzen ihre heilenden und entspannenden Eigenschaften. Bitte beachten Sie beim Besuch der Tatsio-Geysire die Sicherheitsanweisungen und folgen Sie den Empfehlungen des Reiseführers. Die hohe Höhenlage kann sich auf manche Menschen auswirken, daher ist es wichtig, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen und die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Ich hoffe, diese kurze Erklärung hat Ihnen einen Eindruck von dem Naturwunder der Tatsio-Geysire vermittelt. Genießen Sie Ihren Besuch in San Pedro de Atacama und die Schönheit dieses einzigartigen Ortes auf der Welt. Zusammen mit Atacama Ancient, Ihrem virtuellen und physischen Reiseführer. Wir erwarten Sie in San Pedro de Atacama, Chile. In der Beschreibung unten finden Sie ein digitales E-Book und Zugang zu unserem Reiseführer. Bis zum nächsten Mal.